Hallihallo, liebe Freunde, herzlich willkommen hier bei Verspielt Gaming mit Herz und ich begrüße euch zu einem weiteren Teil mit Make Dark Souls 2 Great Again, meinem rein positiven Playthrough von Dark Souls 2 in der Scholar of the First Sin Edition. Und wie angekündigt, liebe Freunde, geht es heute in das optionale Gebiet des Versunkenen König DLCs und wir widmen uns natürlich auch dann dem optionalen Boss. Bevor es dahin geht, ein paar kurze Worte zu den optionalen Gebieten in den DLCs. Ich persönlich mag diese optionalen Gebiete. Sie sind ja bei vielen verpönt, weil sie als schwer gelten, als nicht gerade innovativ oder nicht gerade gut gestaltet und dass die Bosse am Ende der Areale allesamt eher doof sind. Ich persönlich muss aber sagen, dass ich das nicht ganz nachvollziehen kann. Zum einen sind es optionale Gebiete, das bedeutet, man muss sie nicht machen, um die DLCs durchzuspielen, um quasi das Erlebnis zu haben, was der DLC einem bieten möchte. Sie sind quasi so eine nette Dreingabe. Zum anderen vergessen viele Leute, dass optionale Bosse ja, hin und wieder die Stärke der Souls-Reihe sein können, aber auch hin und wieder eher nicht so die Herausforderungen bieten, beziehungsweise auch nicht so geil gestaltet sind. Ja, sie haben vielleicht eine nette Arena und vielleicht eine nette Idee dahinter, aber nicht zwangsläufig eine geniale Umsetzung oder spielt sich besonders gut. Und ich muss sagen, die Bosse in den DLCs von Dark Souls 2, die optionalen, die sind allesamt relativ gut. Klar, der eine Boss im Eisenkönig DLC ist ein Rehash eines bekannten Bosses, der genau gleich funktioniert, bloß ein bisschen anders aussieht. Aber ich meine, das wäre in der Souls-Reihe nicht das erste Mal, dass ein Boss recycelt wird. Das andere haben wir auch ein Boss-Recycling, bloß dass er eben doppelt vorkommt beim Elfenbeinkönig-DLC, wo ich die Herausforderung aber wieder dahin sehe, dass der Boss A eine andere Variation an Magie hat und zum anderen, dass es eben zwei Bosse sind und selbst das finden ja viele lahm. Ich persönlich sage, Leute, dass es zwei Bosse von ein und demselben, also zwei quasi Bosse gibt von ein und demselben Gegnertyp. Ich meine, wie gesagt, die Gargoyles im ersten Souls sind ja da komplett ähnlich. Ja, und genau deshalb, vielleicht finde ich auch von allen DLC-optionalen Bossen den Boss, zu dem wir heute gehen werden, am besten. Obwohl den viele am bescheuertsten finden, weil der Bossrun für viele, die gesagt haben, oh, der ist schon ziemlich bescheuert, der Bossrun dahin und der Boss selbst ist totaler Bullshit. Dazu möchte ich ein paar Dinge sagen, sobald wir dann beim Boss sind. Zum Bossrun selbst kann ich eigentlich nur sagen, dass ich den persönlich sehr, sehr, sehr gut finde. Vor allem das Gebiet dahinter thematisch wunderbar passt zu dem, was das Gebiet quasi so beinhaltet. Denn das ist so ein bisschen abgetrennt hier, dieses Gebiet von Shulva, von diesem Gebiet, was von Gift durchzogen ist, na, vom giftigen Drachen Sin quasi zerstört wurde. Doch dieses Gebiet hat eher nicht die Konzentration auf Gift, sondern eher die Konzentration auf Finsternis, was es wieder verbindet mit dem mit der dunklen Schlucht und dem Loch. Nicht nur vom Design her, was diese Statuen angeht, die wir auch schon in Shulva gesehen haben, sondern auch von der Tatsache, dass hier eben die Finsternis und Versteinerung und Verfluchung quasi eine Rolle spielt. Quasi so, als ob dieser Ort quasi so ein bisschen der Friedhof von Shulva war. Sowas wie die Gruft der Untoten in Dranglake sein sollte, weil es heißt ja nicht umsonst dieses Gebiet Höhle der Toten. Also ich mag diese Lore-Verbindung und die thematische Verbindung. Vor allen Dingen, dass das so ein bisschen losgelöst ist von der gesamten Sache. Denn alle anderen Gebiete, also das ist Shulva generell, ist eher so ein von Gift durchzogenes Gebiet. Es hat auch was mit Tod zu tun, aber ist eher so von giftigem Tod. Und das ist hier eher so der verdorbene, der dunkle Tod, was wiederum dafür spricht, zum Beispiel, dass man sagen kann, wo hier eigentlich die gute Königin, die den versunkenen König wahrscheinlich in sein Verderben geführt hat, herkommt. Denn sie kommt am Ende des Tages hier aus der Finsternis, aus der Höhle der Toten. Und der gute Aflis hier, den wir hier gerade gerufen haben als NPC-Phantom, der macht das nämlich genau richtig. Denn ähnlich so wie in den Abschnitten dem Pilgern der Finsternis, ist hier Licht gar nicht mal so verkehrt. Denn man kann den Boss-Run sich mit Fackeln quasi erhellen. Und genau das werde ich jetzt hier auch tun. Und die sind so eine Art Brotkrum, dass man dann den späteren Boss-Run relativ schnell quasi vonstatten führen kann. Denn die Fackeln leuchten einem so den Weg zum Boss, sodass man nicht herumirrt sozusagen. Klar, am Anfang irrt man ein bisschen herum. Man ist von den vielen Gegnern so ein bisschen
wie soll ich sagen, so ein bisschen irritiert und so ein bisschen eingeschüchtert. Der gute Aflis und der gute André hier, glaube ich, das sind die Phantome, die ich gerufen habe, die vereinfachen den Boss-Run ein kleines bisschen, indem sie eben ein bisschen auch Feuer auf sich ziehen. Auf der anderen Seite aber, wie gesagt, blockieren sie auch gerne mal den Weg, wie man es jetzt gerade am Anfang gesehen hat. Aber wie gesagt, ich mag dieses Prinzip, dass man quasi den Weg durch die Finsternis sich erhält. Das ist natürlich auch eine tolle Symbolik, denn was macht man in der Souls-Reihe generell? Man bekämpft die Finsternis und man treibt sie nach hinten. Und das macht man wie genau in Form von Feuer. Also, ich meine, diese ganze Fackel-Thematik sozusagen, die ja in Dark Souls 2 angestoßen wurde, die ist natürlich auch sehr sinnbildlich zu verstehen, dass man eben direkt wirklich die Dunkelheit zurücktreibt und bekämpft in der Welt eben mit Licht. Und ich mag das, wie gesagt, dass man sich hier diesen Boss-Run sozusagen erhält mit Fackeln und sich quasi wie so eine Art Brotkrumen aussät, um dann später, sollte man gegen den Boss dann später sterben, einfach einen relativ schnellen Boss-Run zurück hat. Nur falls ihr euch wundert, dass ich jetzt hier eigentlich am Stück rede, das habe ich, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Wir sind hier natürlich im Post-Commentary, wie angekündigt, und wir sind hier auch bei einer geschnittenen Episode, denn ich habe insgesamt, und da bin ich sehr stolz auf mich, 3 Anläufe für den Boss gebraucht, um ihn zu schaffen. Und ich habe ihn sogar ohne die beiden, so viel kann ich euch schon mal verraten, ohne die beiden Phantome hier geschafft, den guten André und den guten Aflis. Die hier übrigens die Gegner schön beschäftigen, während ich mich hier gar nicht so auf die Gegner konzentriere, sondern eher auf die Items, die es hier noch in diesem kleinen Gebiet gibt. Es gibt ein Asketenleuchtfeuer, glaube ich, ein paar Fackeln und ich glaube, versteinertes Etwas gibt es hier auf jeden Fall noch. Ich glaube, das liegt sogar da hinten. Und da sind, wie gesagt, die NPC-Phantome, die man hier rufen kann. In der Skull of the First Edition sind es übrigens 2. Der gute André, den gibt es nur in der Skull of the First Edition. Den gibt es nicht in der Ursprungsversion. Da gibt es nur den ruinierten Aflis, den Zauberer. Und dadurch ist das Gebiet ein kleines bisschen herausfordernder. Aber wie gesagt, das sollen die optionalen Gebiete auch sein. Die sollen eine Herausforderung für Veteranen sein. Das ist ja schließlich hier auch Endgame-Content, über den wir reden, die DLCs. Das ist natürlich kein Zuckerschlecken, ist ja ganz klar. Also das kann ich euch schon mal verraten. Dass das natürlich ein bisschen herausfordernd ist, ist logisch. Und dass das optionale Gebiete sind, die herausfordernd sind, finde ich auch gut. Weil optionale Gebiete sind eben genau für Leute gedacht, die noch eine Herausforderung suchen. Und man muss sie nicht unbedingt schaffen, um quasi den DLC hier abzuschließen, um quasi dann auch die 3 Kronen zu sammeln, die ja wiederum in die Lore mit rein spielen von Dark Souls 2 und gerade hier der Skull of the First Sin Edition. Die Phantome, wie gesagt, helfen und so kann man sich den Weg auch ein bisschen vereinfachen. Dafür sind sie auch da. Viele sagen, ja, wenn man sich Phantome ruft, dann ist das immer so eine Sache. Na, das ist eigentlich nicht Sinn und Zweck von Dark Souls. Doch, genau das ist es. Und genau das ist auch, finde ich, dieses optionale Gebiet in im Versunkenen König DLC, das simuliert nämlich am allerbesten offline eine Multiplayer-Erfahrung. Auch der Boss selbst übrigens symbolisiert eine Multiplayer-Erfahrung. Kommen wir dann noch gleich zu, will ich gleich darüber reden, sobald wir dann auch endgültig beim Boss sind. Bis dahin, wie gesagt, will ich noch ein bisschen die Gebiete hier erkunden und ein bisschen was einsammeln, aber halt erstmal auch noch diese Fackel entzünden, die uns natürlich auch weiter, wie gesagt, den Weg weist zum Boss. Das finde ich, wie gesagt, sehr, sehr, sehr geil. Die Statuen, die wir hier haben, wie gesagt, sind Variationen, nur kurz zum Level, sind natürlich Variationen von den Statuen, den Giftstatuen oder den Giftstatuen aus der Schwarzen Schlucht, beziehungsweise aus Shulva. Interessant ist natürlich, dass sie hier Dunkelheit einem entgegenspucken, also Versteinerung einem entgegenspucken, was natürlich wieder naheliegt, dass sie näher sich am Abgrund befinden, was natürlich auch ihr durch ihre roten Augen verdeutlicht wird, denn alle Figuren und alle Wesen in Souls, die rote Augen haben, waren nah am Abgrund. Den Leuchtkäfer übrigens, oder die 2 Leuchtkäfer, die wir ja eingesammelt haben, sind zum Beispiel auch ein Hilfsmittel für die Leute, die ein bisschen Probleme haben mit dem Boss, dass man sagt, ey, die Leuchtkäfer, die helfen hier wirklich bei diesem Boss. Kampf dann später, solltest du auf jeden Fall einsetzen. Wir haben dir mal 2 hier mitgegeben. Wir wollen es ja dir nicht zu einfach machen, aber es ist auf jeden Fall ein sehr gutes Hilfsmittel. Da wären wir wieder bei der Tatsache, dass dieser gesamte DLC oder die DLCs generell einem durch Itemplatzierungen Hinweise geben, wie man sich das Gameplay ein bisschen erleichtern kann. Ja, beziehungsweise, wenn man hier die Asketenleuchtfeuer sich mal als Beispiel nimmt, wie man sich das Gebiet auch ein bisschen erschweren kann. Denn, wie gesagt, wenn einem das Gebiet nicht herausfordernd genug ist,
dieses optionale Gebiet, dann kann man sich natürlich auch schwerer machen, indem man das Asketenleuchtfeuer verbrennt und sich dadurch das Gebiet, wie gesagt, ein bisschen schwerer macht. Ich glaube, hier wollte ich euch ein bisschen verdeutlichen, auch diese Ranken oder diese Art, ja, wie auch diese Ranken, die man so ein bisschen sieht, das hat auch, wie gesagt, ein bisschen was damit zu tun, was ich am Anfang angedeutet habe, dass vielleicht die Königin, ja, von Shulva, die ja so ein bisschen was Pflanzliches und was Naturverbundenes auch hat, vielleicht auch hierher kommt, ne? Wo dieses Pflanzenthema spielt ja generell in Shulva eine Rolle. Wir sehen den Geisterbaum oder beziehungsweise diesen verzerrten Baum, diese Priesterin, die wir schon getroffen haben, die auch von Finsternis umzogen sind und Finsternismagie verschießen. Die sind ja auch so ein bisschen pflanzenmäßig, ne, unterwegs. Also dieses Pflanzenthema, dieses Naturverbundene, was ja natürlich auch wieder mit dem Gift was zu tun hat, ne? Gift ist quasi der, ist ja auch, hat ja auch eine Naturverbundenheit sozusagen. Das spielt hier auf jeden Fall sehr stark rein. Und was hier sehr interessant ist, auch noch in diesem optionalen Boss-Run, weshalb ich den Boss-Run hier übrigens gar nicht so schlimm finde, und er ist auch relativ kurz, wie ihr seht da hinten ist eigentlich schon wieder das Leuchtfeuer, hier an diesem Boss-Run kriegen wir auch noch ein bisschen Lore in Form von einer Statue, die wir hier finden, die eben sich unterscheidet von den Statuen, die wir hier quasi nachgebildet sehen, überhaupt diese Steinstatuen, die wir dann auch in der Schwarzen Schlucht sehen oder im Loch oder ganz oben, selbst in Majula, am Ende des Loches quasi, wo man dann quasi ja dann reinspringen kann ins Heiligengrab und so weiter und so fort. Denn hier unten sehen wir versteckt eine große Version dieser Statuen, eine sehr, sehr große Version dieser Statuen, die wahrscheinlich wirklich diese Art Priesterin darstellen oder den Ursprung darstellen, die Vorlage darstellen für die Statuen, die wir hier sehen. Am Ende spiegeln sie sogar die Königin von Shulva wieder, nämlich die gute Elana. Vielleicht war sie einst eine Heilige, ja, beziehungsweise hat sich als Heilige ausgegeben und damit dem König quasi dieses Landes, das ja stark von Wundern gelebt hat und von Wundern geprägt war, damit davon überzeugen können, die Königin zu werden, indem sie sagt, ey, ich bin auch eine Heilige. Genau wie die gute, übrigens die gute Nashandra, die ja auch in diesem weißen Kleid auf dem Porträt quasi sich abbilden hat lassen und auch auf dem Thron in einem weißen Kleid sitzt, die sich vielleicht auch als sehr unschuldig dargeboten hat, dem König. Und deshalb ist wahrscheinlich der König auch, hat der König auch gesagt, ey, ich finde dich voll cool, werd doch mal meine Königin. Ich werde hier, glaube ich, gleich auf diese Statue auch eingehen. Ich werde sie auch gleich auch zeigen. Und interessant ist natürlich auch, dass diese Statue Versteinerung versprüht, also Versteinerungsrauch versprüht, so wie das die Basilisken machen in den Souls-Spielen. Was natürlich auch wieder dafür spricht, ne, mit den giftigen Worten, die aus dem Mund kommen, ja, dass quasi die Worte, die Gedanken des Königs oder der Könige in Dark Souls 2 vergiftet haben. Streng genommen, wie gesagt, dem versunkenen König hier und dem guten Vendrick. Ich suche gerade die Statue, aber als erstes habe ich auch erstmal die Fackel hier auch wieder entzündet, die auch einem so ein bisschen den Weg weist. Aber die Statue ist dann noch da hinten. Übrigens bewacht sie ein Item. Genau, hier hinten ist sie, hinter diesen Statuen. Ne, noch eins weiter. Ich habe sie nämlich wirklich hier verzweifelt gesucht und versucht auch nicht von diesem Versteinerungsdings getroffen zu werden, von dem Versteinerungsgespucke, möchte ich jetzt mal sagen. Und hier, da sehen wir sie. Da sehen wir sie, diese Statue. Und ich finde, die steht Pate für die ganzen anderen Statuen. Sie ist genauso geformt, bloß eben weitaus größer. Und sie hat so leere, hohle Augen. Also das ist voll sehr, sehr gruselig. Und die interessante Sache ist, dass das eben hier ein Köderschädel ist. Übrigens ein weiteres Hilfsmittel, um beim Bosskampf ein kleines bisschen sich mal Zeit zu verschaffen. Denn bei dem Boss funktioniert das, glaube ich, nicht so ganz. Aber hier bei dem Boss-Run, da funktioniert das eigentlich ganz gut. Aber kommen wir dann gleich zum Boss, während ich jetzt gleich mal durch das Gebiet hier gehe. Man kann sich den Bosskampf ein kleines bisschen erschweren, aber gleichzeitig auch ein bisschen vereinfachen, wenn man den guten Aflis und den guten André hier mitnimmt. Viele benutzen die nur für den Bossrun und schicken sie dann vor dem Boss nach Hause, weil man ja, wie gesagt, wenn man sie auch benutzt oder wenn man sie anheuert, dass man eben auch die Lebenspunkte des Bosses erhöht. Oder der Bosse, muss man ja sagen. Aber ich finde das ganz passend eigentlich, dass man sich hier zwei freundliche NPC-Phantome rufen kann, beziehungsweise man kann sich ja auch zwei freundliche Realspieler sich mitholen. Das ist überhaupt auch kein Problem. Und damit eben sich den Kampf ein kleines bisschen verschweren. Wie gesagt, der Boss kriegt mehr Lebenspunkte, aber auf der anderen Seite auch vereinfachen, da man da die Schwierigkeit dieses Bosses, zu dem ich jetzt gleich gehen werde, ja ist, das ist, genau, liebe Freunde, ich gehe jetzt gleich durch den Nebel, wenn ich euch denn gezeigt habe, was jetzt los ist. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt gerade das durchgesucht habe. Egal.
Wir gehen jetzt gleich durch den Nebel, denn dieser Boss ist natürlich, ich finde, ein einzigartiger Boss in der Souls-Reihe, denn es sind drei normale Gegner, wenn man so will. Und viele sagen, genau das ist der Scheiß. Das ist dieser Boss ist deswegen genauso scheiße, dass es eben drei so normale menschliche Gegner sind. Vor allen Dingen, wir haben hier ein Havel-Monster, wir haben einen relativ schnellen mit einem Murakumo, das Blutung verursacht, und wir haben hinten ein weiteres NPC mit einem Drachentöter-Großbogen, ja, dem Trollbogen aus dem PvP, und einem S-Tog, was auch, ja, wie gesagt, eigentlich die Noob-Waffe ist, wenn man so will. Und viele haben sich genau darüber beschwert, oh, der Kampf ist zu schwer, warum gleich drei? Zwei hätten doch auch gereicht. Nee, liebe Freunde, ich finde diesen Kampf A gut und B einzigartig, denn er spiegelt eine Offline-PvP-Erfahrung wider. Denn im PvP ist man häufig, zum Beispiel wenn man als Phantom quasi andere Welten heimsucht, ist man häufig im Dark Souls PvP, sieht man sich einer Gruppe gegenüber. Und die Gruppe besteht meistens aus Leuten, die wirklich auf PvP geskillt haben, oder im Fall von der Truppe hier, die wirklich eine gute Mischung hat aus PvP-Gear und, sag ich mal, nicht nur Trollgear, sondern auch Noobgear, also Anfängergear. Ich meine, Havel-Monster sieht man immer wieder, das sind meistens nicht gute Spieler im PvP, sondern einfach nur Leute, die tanken können und hart zuhauen. Natürlich ist das nicht das Allheilmittel im PvP, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Dann haben wir einen Schnellen, beziehungsweise eine Schnelle, das ist nämlich die betrübte Grabräuberin hier, die mit Murakumo, mit Blutung hantiert, was natürlich im PvP auch eine ziemlich fiese Sache ist. Und dann haben wir eben diese Fernkämpferin, oder den Fernkämpfer, Entschuldigung, der gute Sera ist ein Herr, ein Fernkämpfer, der einem so ein bisschen mit dem Bogen aus der Entfernung so ein bisschen einheizt. Das ist an sich eine extrem tolle Truppe. Ich mag die Durchmischung, die From Software hier gewählt hat. Sie hätten auch quasi drei Elite-Ritter-Sets quasi mit simplem Langschwert, dann hätten sie ja auch machen können. Oder drei, hätte ja thematisch ganz gut gepasst, drei Drakenblutritter zum Beispiel. Nee, sie haben hier wirklich ein sehr diversives, ein sehr abwechslungsreiches Team gewählt, um eben diese PvP-Erfahrung offline darzustellen. Und die wird natürlich dadurch noch ein bisschen bekräftigt und ein bisschen verstärkt, dadurch, dass man eben sich zwei freundliche NPC-Phantome hier rufen kann. Interessant ist übrigens, die Jungs haben ziemlich viel eingesteckt, der gute Aflis und der gute André, konnten aber nicht so lange durchhalten, da sie schon beim Boss-Run selbst sehr viele Schläge eingesteckt haben und sich heilen mussten. Das kann man übrigens verhindern, indem man wirklich an den Boss-Run quasi relativ schnell absolviert, einfach durchrennt. Das machen nämlich der gute Aflis und der gute André dann auch. Also die laufen dann auch relativ schnell durch die Gegend. Also die müssen sich dann nicht, die halten sich nicht mit den Gegnern draußen auf, sondern folgen einem relativ schnell durchs Nebeltor. Und die halten sehr viel aus. Die sind eigentlich eine große Hilfe, wenn man sie nicht so wie ich hier alleine lässt. Ich habe sie übrigens am Anfang hier nur gerufen, klar, in der Hoffnung, dass ich vielleicht den Boss dadurch beim ersten Mal schaffe, aber auch eben, dass der Bosskampf dadurch vereinfacht wird. Ihr habt sogar gesehen, der gute Aflis und der gute André, die haben sogar so weit geholfen, dass sie die betrübte Grabräuberin eigentlich fast im Alleingang besiegt haben. Ich habe zwar quasi auch noch einen Backstab mit reingepackt, den man ja auch sehr gerne, sehr toll machen kann. Aber ansonsten habe ich eigentlich nicht sehr viel gemacht. Und rein theoretisch wird der Bosskampf jetzt schon ein bisschen einfacher, wenn man sich relativ gut anstellt. Denn die Taktik bei diesem Bosskampf ist natürlich auch wie beim PvP, da sind wir wieder dabei, dass ich diesen Bosskampf gar nicht schlimm finde, weil er, wie gesagt, einen PvP-Kampf simuliert. Wenn man gegen mehrere Gegner im PvP hantiert oder agiert, dann muss man eigentlich mehr reagieren. Man muss sich die Umgebung zunutze machen, man muss viel laufen, man kann sich eben nicht den drei Spielern einfach blind entgegenstellen in der Hoffnung, ja, ich hau einfach mit meinem Zweihänder drauf und dann werden die schon kaputt gehen. Nee, 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 liebe Freunde, man muss auch mit Taktik vorgehen, man muss wirklich die Momente abpassen, wo man zuschlägt, gerne auch, wie gesagt, dieses Rinse and Repeat Manöver machen, also man gibt einen Schlag ab, rennt weg, heilt sich kurz, falls man zwischendurch Schläge eingesteckt hat, und wiederholt das Manöver. Und genau so kann man übrigens den Boss hier auch machen. Man kann den guten Varg, also das Havel-Monster, und die gute betrübte Grabräuberin, also die Dame mit dem Murakumo und dem Alva-Set, immer mal weglocken und vom guten Sera, dem alten Erkunder Sera, der hier die Mirror-Maske trägt.
Und dann dorthin gehen. Der wechselt zwar dann relativ schnell zu seinem S-Stock, sobald man sich ihm auf Nahkampfdistanz nähert, aber man kann so ein paar Schläge anbringen. Hier, so wie ich, 1, 2 und schon geht man weg und wiederholt. Und sobald der gute Serra nämlich eigentlich weg ist, hat man ein bisschen einfacheres Spiel mit den beiden. Ich will nicht sagen, dass es dann komplett trivial wird, weil der Havel haut hart zu, der gute Serra ist relativ schnell und seine Waffe verursacht Blutung. Das ist schon relativ hart. Und wenn man nicht aufpasst, klar, wie ich hier, wird man auch vom Großbogen getroffen. Aber an sich kann man hier, oder zweimal sogar, kann man hier relativ gut bestehen. Und ich glaube, jetzt segne ich auch gleich das Zeitliche. Genau, liebe Freunde. Und da kann man das relativ einfach machen, auch alleine. Natürlich habe ich mir den Kampf auch so schwerer gemacht, dadurch, dass eben Aflis und André gestorben sind, habe ich quasi... hier den, habe ich mir natürlich, die Lebenspunkte sind natürlich erhöht worden und dadurch, dass die beiden gestorben sind, ist es natürlich ein bisschen, bisschen schwerer für mich geworden. Das ist natürlich, ganz klar. Ja, wir sind jetzt hier schon im zweiten Anlauf und hier, liebe Freunde, habe ich es mal alleine probiert, ohne den guten Aflis und den guten André und habe, dafür aber den Cheese mal ausgepackt, ja, den Käse hier mal mir geholt und zeige euch mal eine Taktik, wie man eben die Herrschaften hier auch ganz leicht cheesen kann und sich den Kampf dahingehend vereinfachen kann. Eine sehr valide Taktik ist nämlich, obwohl ich es jetzt hier gerade nicht hinkriege, ist hier rein theoretisch auf den guten Serra zuzustürmen und sein S-Talk-Moveset zu triggern. Und dann kann man sich's relativ einfach machen und man kann sich hinter so drei von diesen Stalagmiten, glaube ich, stellen. Also sobald man hier auf den guten Serra zustürmt und er hat seinen S-Talk rausgeholt und folgt dann einem, was er hier leider nicht macht, also sie kam mir am Anfang hier nicht den Gefallen getan, deshalb musste ich hier wahrscheinlich mehrere Estus-Flakone vergeuden, möchte ich jetzt fast sagen, ehe der Trick geklappt hat, dann kann man sich hier relativ mit einem Cheese behelfen, vor allen Dingen, wenn man eine Pyromantie wie ich hier dabei hat, nämlich den guten Giftnebel, denn abgesehen vom guten Varg, also dem Havelmonster, funktioniert der funktioniert auch beim guten Varg, aber beim guten Varg ist es eher verschwendet, also wenn man nämlich, wie gesagt, das Moveset vom guten Serra triggert, vom guten, mit dem S-Stock, dann kann man sich gegen diese Stalaktiten, hinter diese Stalaktiten da stellen, oder Stalagmiten stellen, die ich euch gerade gezeigt habe. Und dann scharwenzeln die drei Phantome so um einen rum, greifen einen aber nicht an. Wodurch man dann aber mit einer guten Waffe, ich glaube sogar, ich schaffe das sogar hier mit meinem, Drachentöter hier, Schwarzritter Großaxt, kann man sogar dann da durchhauen und denen so nach und nach Schaden verursachen. Man sagt, man muss darauf achten, dass der gute Serra, was er hier am Anfang wirklich nicht für mich getan hat, sein S-Talk rausholt, weil ansonsten steht man da und entblößt seinen Rücken und der gute Serra, genau, schießt mit seinem Drachentöter Großbogen auf einen drauf. Und ich glaube, hier war ich kurz davor zu sterben, hab wirklich nicht gerade die beste Aktion quasi gemacht. Gerade der Anfang ist ein bisschen schwer. Also man muss wirklich reinkommen in die ganze Geschichte. Nur dann hat man wirklich eine Chance. Also klar, es ist wie beim guten PvP-Kampf. Sobald man so ein bisschen drin ist und sich die Umgebung zunutze macht, da sind wir wieder dabei, dass eben dieser Kampf so einen PvP-Kampf simuliert, wo eben man sich auch, wenn man sich einer Mehrzahl gegenüber sieht, gerne auch mal die Umgebung zunutze macht. Also man stürzt Leute irgendwie in Abgründe rein, schubst sie in Abgründe rein oder lässt sie in Abgründe reinfallen, also provoziert quasi, dass sie in Abgründe reinfallen. Das ist eigentlich auch immer, nur so wird man einer Gruppe Herr. Nur so wird man so einem Gang-Squad, was ja die Kollegen gerne genannt werden, auch Herr hier. Anders ist es überhaupt nicht möglich, gegen die zu bestehen. Viele sagen, das ist ein bisschen billig und der Bosskampf ist einfach nur anstrengend und nervig. Ich sag, er simuliert das, was er simulieren möchte, nämlich einen Offline-PvP-Kampf. Und genau jetzt, er hat mir wieder den Gefallen wieder nicht getan. Er hat immer noch seinen Drachentöter Großbogen am Start. Aber man, ich gebe euch so mal einen Vorgeschmack, ne? Also ihr seht, man holt eine andere Waffe raus und ihr seht, schon kann man die durch die durch diese Tropfsteine da treffen, ohne dass sie einen treffen. Also sie stehen eigentlich nur blöd vor einem und gucken einen an. Das ist sehr, sehr gut, wenn die gute betrübte Grabräuberin und die
der alte Akunda Serra vor einem stehen und wenn man an den, die mit dem Giftnebel quasi malträtiert, denn ich glaube, so ein Drittel oder so ein Viertel der Lebenspunkte kriegt man mit einem Giftnebel runter. Ich glaube, jetzt werde ich ihn auch gleich einsetzen, genau, bei dem guten, betrübten Grabräuberin, kriegt man ein Viertel ihrer Lebenspunkte damit runter. Wenn man jetzt nicht runterfällt, so wie ich das hier gemacht habe, kriegt man sogar noch ein paar Hits rein und kann dadurch den Effekt so ein bisschen verstärken. Wenn man dann also ein paar Kräuter dabei hat, die einem ja quasi dann wieder quasi Zaubereieinsätze wiederherstellen, dann kann man den Cheese so machen. Ich kann euch gleich sagen, ich schaffe es nicht in diesem Anlauf. Ich wollte euch nur in diesem einen Anlauf auch zeigen, was eine Cheese-Taktik sozusagen ist. Also wenn man wirklich Probleme mit diesem Boss hat und ihn eigentlich auf den Tod nicht ausstehen kann oder nicht machen möchte, dann, wie gesagt, nehmt, wendet diese Technik an. Holt euch Giftnebel, holt euch, wie gesagt, eine Waffe, ein Speer passt, glaube ich, sogar ganz gut, wenn man durch diese Stropfsteine kommt, man mit einem Speer sogar ganz gut oder mit einem Zweihänder zum Beispiel, geht genauso gut. Das klappt wunderbar, wenn man sich, wie gesagt, nicht so anstellt wie ich hier, wie der erste Mensch und lässt sich von so einem Drachentöter Großbogen einfach mal gerne in den Kopf schießen. Dann ist das richtig gut. Also ihr seht, ich habe der guten, betrübten Grabräuberin ein Viertel ihrer Lebenspunkte mit einem Giftnebel abgezogen. Und wenn man dann, wie gesagt, genug Kräuter dabei hat, die Zaubereieinsätze wiederherstellen, kann man die betrübte Grabräuberin und den alten Akunda Serra damit ohne Probleme, und zwar relativ langwierig, aber ohne Probleme töten. Der guten Varg funktioniert das nämlich nicht, denn das ist der einzige von den drei Phantomen, der sich heilen kann. Also es sind ja keine Phantome von den drei Gegnern, die sich heilen können. Zur Lore übrigens dieser drei Sachen, ich meine, das ist einfach nur ein Gangsquad. Das sind drei Leute, die sich ja verirrt haben auf der Suche nach Schätzen vielleicht, nach Shulva, ne? Sie sind so Abenteurer aus der ganzen Welt, sie haben auch, wie gesagt, Equipment aus der ganzen Welt. Der Typ mit dem Havel-Moveset, der gute alte Soldat Varg, der könnte vielleicht aus einer Zeit stammen oder aus einer Parallelwelt stammen, wo wir nicht das Havel-Set gefunden haben, sondern er, beziehungsweise vielleicht hat er auch das Set von einem von Havels Soldaten gefunden. Den Drachenzahn, ich meine, gut, Drachen gibt es in Dranglake sehr viel, da kriegt man auch mal schnell so einen Drachenzahn. Das Einzige, was er vielleicht auch aus einem Grab geplündert hat, vielleicht hat er sich deshalb auch mit der betrübten Grabräuberin und dem guten Erkunder Serra zusammengetan, war wahrscheinlich Havels Großschild. Ich glaube, das hatte nur Havel, das hatten seine Soldaten nicht. Also zur Lore, das ist einfach drei Grabräuber, würde ich einfach mal sagen, die sich zusammengeschlossen haben, um auf Erkundungstour zu gehen, so wie es eben ja auch Spieler machen in Dark Souls. In der Dark Souls Community, die sich im PvP miteinander spielen, die freundlichen Phantome. Hier mache ich übrigens genau das, ich hatte es leider nicht vergessen auszurüsten, aber wenn man, wie gesagt, hier das Dämmerungskraut hat, diese Kräuter, oder Mitternachtskraut oder was auch immer, dann kann man die Zaubereieinsätze wiederherstellen und dann kann man, wie gesagt, Giftnebel immer wieder wiederholen. Ich glaube, ich kriege sogar die gute, betrübte Grabräuberin bei diesem Anlauf sogar kaputt. Glaube ich zumindest. Ich glaube, sie kriege ich sogar kaputt mit dem Giftnebel. Ich weiß gar nicht, warum ich da nochmal sterbe. Aber ich wollte es euch einfach nur präsentieren. Also das ist ein Cheese, der definitiv klappt. Ihr seht, also man kriegt hier sogar noch ein bisschen Schaden rein. Also wenn man, wie gesagt, sich nicht so dumm anstellt wie ich. Also wenn man eine Waffe nimmt, die nicht abprallt von diesen Tropfsteinen, sondern wirklich so durchschwingt. Also ein Zweihänder, glaube ich, ist das der Fall. Also wenn man den schweren Angriff vom Zweihänder nimmt, kriegt man das ganz relativ einfach hin. Andere nehmen, glaube ich, auch zum Beispiel sowas wie ein Bastardschwert, klappt, glaube ich, auch mit der schweren Attacke oder ein Claymore. Alles sowas so ein bisschen so pancaked. Also gerne kann man auch, wenn man sich relativ einfach machen will, ohne diesen Giftnebel, nimmt man einfach, so wie der gute Varg, auch so einen alten Drachenzahn und haut einfach die Gegner so, pancake die Gegner. Das ist natürlich auch eine valide Strategie, die auch gerne ja auch im PvP benutzt wird. Wenn man die Bossseele vom Schmelzer-Dämonen eintauschen will vorher, da kann man auch die Schmelzerkeule nehmen, den Chicken Wing, wie er ja heißt im PvP. Das geht auch, das ist auch eine valide Waffe für diese Situation. Aber ihr seht, also ich werde die gute betrübte Grabräuberin, werde ich auf diese Art und Weise los. Überhaupt gar kein Problem. Und wenn man dann, wie gesagt, die Kräuter noch auf die Schnellleiste packt und nicht so wie ich vergisst, es auf die Schnellleiste zu tun, dann ist das auch gar kein Problem. Und schon sind sie nur noch zu zweit. Und bei der guten Serra und beim guten Varg, da kann man dann, wie gesagt, diese Rinse-and-Repeat-Variante benutzen. Also man lockt den guten Varg einfach weg. Ihr seht, die gute Grabräuberin ist am Gift gestorben. Man lockt den guten Varg einfach weg. Und rennt auf den guten Serra zu, haut ihn dreimal oder zweimal, je nachdem wie viele Treffer man reinkriegt, und dann rennt man wieder von dem guten Varg weg. Klar, es ist nicht die edle Art und Weise, einen Kampf zu bestreiten, einen Bosskampf erst recht,
Aber es ist nun mal, ich kann es nicht oft genug erwähnen, deswegen geil, weil es eben eine PvP-Erfahrung simuliert. Und es ist auch ein einzigartiger Kampf. Also es gibt keinen Bosskampf, wo man gegen drei menschlich agierende andere Helden, also die genauso humanoid sind wie man selbst, antritt. Das gibt's nicht. Das ist nicht, gibt's nicht nochmal in der Souls-Reihe. Also es gibt quasi sowas ein bisschen was ähnliches, das sind so Mini-Bosse, sage ich jetzt einmal wie der gute Solea zum Beispiel oder in Dark Souls 3, wenn man der guten Irina die dunklen Wunder lehrt, dann geht ja der gute Egon auf einen los, beziehungsweise alle NPC-Phantome in den Souls-Spielen laufen ja genau nach demselben Prinzip ab. Man erinnert sich zum Beispiel an den Mondturm oder an den Sonnenturm, die laufen ja nach einem ähnlichen Prinzip ab, wo es ja auch viele verschiedene NPC-Phantome gibt, die gleichzeitig auf einen quasi einstürmen. Dasselbe gilt auch für den alten Eisenkönig-DLC, der hat ja auch eine ganz spezielle Phantom-Invasion, wo das Phantom sich ja quasi in viele NPCs aufteilt. Da kommen wir dann auch dazu, sobald wir beim alten Eisenkönig waren. Aber ihr seht, ich mag diesen Boss, weil er einzigartig ist. Er ist relativ herausfordernd, sehr herausfordernd und man muss eben mal ein bisschen um die Ecke denken. Man kann eben nicht sagen, okay, ich mache meinen Blitz-Zweihänder, ich packe mir die fette Rüstung dran und dann haue ich die einfach in den Boden. Also das geht mit großen, schweren Gegnern, auch mit fast jedem anderen Souls-Boss geht das relativ einfach oder kann man das so tweaken. Aber mit dem Boss eben nicht, denn drei Leuten auf einmal kann man sich eben nicht stellen. Das ist relativ schwer, weil man einfach auf die Fresse kriegt. Weil es sind drei unterschiedliche Gegnertypen. Wie gesagt, man hat jetzt, wenn es jetzt nur drei Havel-Monster wären, ich glaube, das wäre auch relativ schwer, aber das wäre einfach nur schlicht unfair. Aber man ist eben drei verschiedenen Movesets und drei verschiedenen Waffengattungen quasi, mit denen hat man es hier zu tun. Man hat es mit dem Fernkämpfer zu tun, der mit einer schnellen Rapierwaffe agiert, ne? Mit dem guten S-Talk. Man hat mit einem Havel-Monster zu tun, mit einem, der eine Blutungswaffe hat, mit einem Katana. Mit der ist er auch schnell, so eine mittelschnelle Waffe, ja. Das ist extrem tolle Erfahrung. Und ich glaube, jetzt so langsam beiß ich dann so langsam ins Gras, vor allem, weil jetzt mir dann auffällt, nachdem ich den guten Vark nochmal vergiftet habe, ich glaube, jetzt ließ er sich gar nicht mehr vergiften, genau, weil er nicht lang genug im Nebel stand. Aber irgendwo zwischendrin ist mir auch aufgefallen, scheiße, der gute Vark heilt sich ja. Der ist der einzige von den dreien, der sich heilt. Deshalb ist der Vark meistens einer, den man zuletzt quasi dann, also die meisten dann zuletzt kaputt machen. Hier habe ich einmal versucht, ihn zu parieren. Ich glaube, ich probiere es jetzt auch noch ein zweites Mal. Kriegt dabei aber übelst auf die Fresse. Ich glaube jetzt, genau, ich probiere es. Ich habe es nochmal probiert, ihn zu parieren. Es ist einfacher mit einem Zielschild, aber ich krieg's einfach nicht hin. Also ich traue mich, Havel-Monster zu parieren. Da muss man schon relativ PvP geschult sein, bin ich aber nicht. Aber jetzt, liebe Freunde, jetzt kommen wir zum finalen Versuch. Und da habe ich mir mal eine andere Waffe geholt, nämlich mein Mastodon Großschwert. Denn klar, ein Hinweis noch zum Schluss, man sollte natürlich für diesen Bosskampf, da er natürlich sehr herausfordernd ist, sein bestes Gear mitbringen. Es ist einfach so. Ich habe jetzt die ersten beiden Male so ein bisschen, quasi gemauschelt, ja, weil ich euch einfach eine relativ andere Erfahrung bieten wollte. Ja, ich habe jetzt quasi einfach gesagt, okay, ich nehme mein fettes Schwert, meine fette Axt, die relativ langsam ist, ich versuche zu parieren. Dann habe ich noch ein paar Pyromantien mit dabei, dann hatte ich noch so eine Dual-Stance-Waffe mit dem Hammer und dem Streitkolben. Aber ich habe mir dann irgendwann gedacht, scheiß drauf, back to the basics, ja, mit was bist du richtig gut, mit was fühlst du dich wohl, mit was für Movesets, richtig, mit einem Schwert und mit einem Schild, ganz simpel. Und dafür habe ich mich dann auch am Ende entschieden. Und mein Mastodon Großschwert ist eine meiner Waffen, die ein relativ schnelles Moveset haben. Es hat ja ein Großschwert-Moveset, kein Ultra-Großschwert-Moveset. Und es macht relativ viel Schaden. Es ist auf plus 10 upgegradet. Also, wenn man sein bestes Gear auch noch mitbringt, dann ist dieser Kampf natürlich auch noch das heißt nicht trivial, aber dann fühlt man sich auf jeden Fall noch ein bisschen wohler. Ihr seht auch, ne, am Anfang, hier mache ich übrigens dann so eine Mischung aus beiden Taktiken. Ich mache diese Rinse-and-Repeat-Methode, also ich lock die gute betrübte Grabräuberin und die guten Soldaten Vark immer weg. Stürmen dann auf den guten Serra zu und der stirbt dann bei mir auch als erster. Zwischendurch versuche ich noch dem guten Vark und guten betrübten Grabräuberin mal hier und da noch ein paar Sachen einzuschenken. Ich gehe auch immer wieder hinter diese Stalaktiten, um zwischendrin auch nochmal ein bisschen, oder Stalagmiten, gehe hinter diese Stropfsteine eben, um eben ein bisschen Giftnebel abzusondern, um eben so noch ein bisschen deren Health Bars so ein bisschen weiter aufzuweichen. Also es ist so eine Mischung aus Cheese und ehrlichem Kampf.
in Anführungsstrichen, wenn man so will. Aber wie gesagt, da kommen wir wieder zum Punkt, ich kann es nicht oft genug erwähnen. Es ist nun mal ein PvP-Kampf, ich bin 3 gegen 1, da muss man eben, da darf man auch meines Erachtens nach zu ein bisschen miesen, billigen Taktiken greifen, weil anders besteht man im Souls-PvP nicht gegen mehrere Gegner. Es ist einfach so. Also ein faires Duell ist es von Anfang an nicht gewesen, weil sie halt eben 3 gegen 1 sind, also warum soll ich dann zu fairen Taktiken greifen und sagen, ja, dann bekämpfe ich euch so, wie ich jeden einzelnen Boss bekämpfen würde. Nee. Es ist schon ganz schlau, wenn man, wie gesagt, die Umgebung nutzt, ne? Deshalb ist ja die Arena ja auch so gestaltet. Es ist keine Arena quasi, die einfach nur ein flaches Plateau ist mit Wänden, so eine runde Arena, sondern es ist eben so gestaltet mit diesen verschiedenen unterschiedlichen Höhenlagen, mit diesen Rampen, auf die man geht. Das ist schon extra so gemacht, dass man so runterspringt sozusagen, dass die einem hinterherkommen müssen, dass das Wasser auch einen ein bisschen verlangsamt, wenn man sich da bewegt. Das trifft ja auch für die NPCs dann so zu, also für die Gegner hier. Die bewegen sich auch langsamer, weil sie denselben Regeln unterliegen, wie man selbst als Spieler. Und wenn man sich da nicht dumm anstellt, so wie ich hier manchmal, dass ich einfach mitten in so eine Sprungattacke vom guten Wart hier reinlaufe, dann hat man eigentlich relativ leichtes Spiel. Das trifft übrigens auch auf die optionalen Bosse der anderen beiden DLCs zu. Also zu denen werden wir dann noch kommen, wenn wir dann bei ihnen sind. Zumal man gegen den einen Boss ja schon streng genommen gekämpft hat und also die Taktik wissen müsste, weil er macht jetzt plötzlich keine anderen Attacken als die erste Variante, die man bekämpft hat, sondern es ist streng genommen einfach nochmal der Boss nochmal, bloß eben mit einem anderen Schadenstyp und einem etwas anderen Farbdesign, aber ansonsten ist es derselbe Boss sozusagen. Und auch der optionale Boss oder die optionalen Bosse vom alten, vom Elfenbeinkönig DLC, die sind genauso. Also man kennt das Moveset dieser Bosse und man hat gegen diesen Boss schon gekämpft. Also sollte es eigentlich kein Problem darstellen. Der einzige Boss, der einen ein bisschen überrascht, ja, der eben keine Variation von einem bestehenden Boss ist, ist dieser Boss hier. Dieser Bosskampf, und ich finde ihn herausfordernd, ich finde ihn immer wieder spannend. Klar, er ist natürlich nicht einer, den man sagt, selbst wenn ich jetzt viel Übung habe und andere Bosse First Try lege, es ist ein Boss, bei dem man ein bisschen, sage ich mal, hantieren muss und ein bisschen was ich überlegen muss. Da kann man eben nicht die normalen Taktiken fahren, sondern man muss eben auch manchmal ein bisschen die Feigling-Taktik fahren, eben die billige Taktik. Aber finde ich persönlich nicht verkehrt. Warum? Warum, wie gesagt, fair agieren, wenn das Spiel oder beziehungsweise das Duell an sich schon unfair ist. 3 gegen 1 ist unfair. Warum dann nicht auch unfaire Taktiken anwenden? Finde ich vollkommen legitim, finde ich nicht schlimm und genau deshalb finde ich den Bosskampf auch gar nicht verkehrt. Zumal, muss man ja fairerweise dazu sagen, Leute, die Erfahrung im PvP-Modus haben, also die erfahrene PvP-Spieler sind, für die ist dieser Boss meistens ein absolut einfaches Ding. Also ein Peeve Peeverson, glaube ich, der ist total, also wirklich, relativ leichtes Spiel hat er immer mit diesem Boss. Er mag es nicht, weil er sagt, das ist schlechtes Boss-Design. Darüber kann man sich streiten. Ich persönlich sehe es nicht so. Aber Probleme haben geübte PvP-Spieler mit diesem Boss keineswegs, weil sie diese Situation gewohnt sind. 3 gegen 1, 3 gegen 2. Oder aber man macht es eben so, wie es manchmal dann auch beim PvP ist, dass man sich freundliche Phantome ruft und gegen 3 gegnerische Phantome kämpft. Und deshalb kann man sich den guten Aflis und den guten André holen. Das macht den Boss bis zu einem gewissen Grad sehr viel einfacher, weil der gute André und der gute Aflis, die können sich heilen, habe ich ja schon mal gesagt. Und sie halten relativ viel aus. Also wenn selbst da so ein Schlag vom guten Havel, das zieht dem guten André eigentlich immer nur so ein Pips ab und nicht wie bei mir so manchmal den halben Lebensbalken. Also es ist relativ cool und wie gesagt, wenn man aufpasst und dann auch noch ein bisschen auf seine Umgebung achtet und die Umgebung nutzt, dann hat man ein relativ leichtes Spiel bei dem Gegner und bei den Gegnern, so wie ich das dann jetzt hier habe. Also die gute Serra habe ich hier mit dieser Rinse and Repeat, also diesem quasi Anlauf nehmen, dreimal zuhauen, wieder weglaufen Taktik, habe ich den guten Serra klein gekriegt und die gute betrübte Grabräuberin, die mache ich jetzt glaube ich mit 2 Giftnebeln und normalen Attacken klein, also mit dieser Cheese-Variante so ein bisschen. Und den guten Varg, den battle ich ganz normal. Den pariere ich nicht. Also da kann man sich's richtig einfach machen, wenn man gut im Parieren ist, was ich nicht bin. Dann ist der gute Varg, wenn der am Ende übrig bleibt, ein absolut einfacher Gegner. Weil außer, dass er fett zuhauen kann, aber langsam zuhaut, hat er nichts. Er hat sonst nichts. Er ist halt ein bisschen, ja, hat halt eine fette Rüstung. Er wirkt einschüchterner,
schüchtern da, als er dann im Endeffekt ist. Vor allen Dingen im Zusammenspiel mit den zwei schnellen Mitstreitern, die er hat, wirkt er natürlich noch umso einschüchternder. Wenn man von diesen schnellen Mitstreitern nämlich gestaggert wird und dann kommt der gute Havel dazu und haut immer mit seinem Drachenzahn zu, ja klar, dann ist natürlich Sense. Aber sonst komplett relativ einfach. Ihr seht auch, also ich gehe auch gerne mal in den Zweikampf mit den zwei. Mit den Zweien oder mit der betrübten Grabräuberin auf jeden Fall, weil sie hat auch nicht so viele Lebenspunkte und mein Mastodon Großschwert, das macht hier auch schon ordentlich Schaden. Und wie gesagt, wenn man dann eben nicht so wie ich jetzt hier ist und den, ich weiß gar nicht, ob ich sie hier treffe mit dem, doch, seht ihr, ich habe sie sogar getroffen mit dem Giftnebel, also wenn man sich sogar Zeit nimmt, dann muss man sogar den gar nicht cheesen, um den Giftnebel anzuwenden, sondern man kann es auch einfach so machen, ja. Und jetzt haben wir eben die Situation, dass ich eben nicht beschossen werde von der guten, vom guten Sarah. Und dann, wie gesagt, wenn man im richtigen Winkel steht, dann trifft man sogar mit dieser Attacke. Vor allen Dingen, wenn man dann auch nicht runterfällt, so wie ich es jetzt hier getan habe. Ich glaube, sie haben in der Skull of the First Sin Edition die Hitbox ein bisschen vergrößert von diesen Tropfsteinen, sodass der Cheese nicht mehr ganz so einwandfrei funktioniert wie im Hauptspiel, also im Ursprungsspiel. Aber das finde ich nicht schlimm, weil, wie gesagt, es ist am Ende des Tages ein machbarer Bosskampf. Viele Leute haben ihn geschafft, ob nur mit Cheese oder komplett legal, wenn man so will, also komplett ohne billige Tricks. Er ist machbar, er ist schaffbar, wenn man sich nicht dumm anstellt, was ich euch hier zweifelsfrei gezeigt habe, dass ich mich dumm anstellen kann. Dann ist das ein absolut herausfordernder, aber ich finde auch erfrischend anderer Bosskampf. Und ich glaube sogar, dass ich jetzt... wenn ich mich jetzt gerade hier nicht nochmal, also wenn ich mich jetzt noch einmal getroffen hätte, wenn sie mich noch einmal getroffen hätte, die betrübte Grabräuberin, wäre es jetzt um mich geschehen gewesen. Aber wie gesagt, wenn man aufpasst und wie gesagt den Gegner immer gut im Auge behält, dann ist diese Taktik mit dem Giftnebel, den ich jetzt noch ein weiteres Mal anwenden werde. Ich weiß gar nicht, ob die gute betrübte Grabräuberin sich nochmal davon treffen lässt, aber ich glaube ja. Und außerdem, glaube ich, treffe ich sie auch nochmal, genau, mit meinem Großschwert, sodass sie dann eh jetzt stirbt. Und dann ist nur noch der gute alte Soldat Varg übrig. An dem Namen lässt sich, glaube ich, auch wirklich erkennen. Ich glaube, am Ende des Tages handelt es sich um einen alten Soldaten vom guten Havel, einen Mitstreiter vom guten Havel, denn die hatten ja alle dieselbe Rüstung an. Und das waren ja im Grunde auch alles Heilige. Und an einem Ort wie Shulva, wo Wunder ja auch eine große Rolle spielen und Heilige generell eine große Rolle spielen, da kann man zum Beispiel sich so einen finden, der so einer gottesergebenen Streit macht, wie der von Havel, dem Erzbischof, quasi angeführt wurde. Interessant ist nur, kleiner Gameplay-Hinweis, beim guten Havel hier, beziehungsweise beim guten Varg, möchte ich jetzt einfach mal sagen, relativ in der Nähe sein, nie viel auf Abstand gehen. Also das war jetzt eigentlich schon zu viel von mir. Vor allen Dingen, wenn er so bei der Hälfte der Lebenspunkte ist, sobald man dann ganz nah dran bleibt am guten Varg, heilt er sich nicht. Weil, ähnlich wie im PvP-Kampf, sobald man sich heilt, ist man verwundbar. Und kann aus der Heilungsanimation ja rausgestaggert werden. Und das ist der KI hier vom guten Varg auch einprogrammiert worden. So, auch, wie gesagt, Shieldbreaker und so ist ihm auch einprogrammiert worden. Übrigens allen von den dreien. Aber sobald man, wie gesagt, der gute Varg bei 50% ist, da merkt ihr dann auch, dann geht er manchmal so zurück und schlägt gar nicht zu, weil er eigentlich einen Moment abwartet, wo er sich heilen kann. Aber er macht's nicht, weil er weiß, wenn er sich heilt, dann wird er angegriffen. Also es ist eine sehr gut programmierte KI, die sehr auf wirklich PvP, Parametern so ein bisschen fußt. Ihr seht, also er nimmt sogar das Schild hoch, er wartet auf seine Lücke, so wie ich auf meine Lücke warte. Und jetzt seht ihr das. Wenn man jetzt weit weg geht vom guten Varg, dann heilt er sich. Also nicht herausfordern. Immer nah dran bleiben, aufpassen, dass man mal, zum Beispiel genau, wenn er so Combo-Attacken macht, dass man wirklich, versucht rauszufinden, okay, jetzt hat er gerade keine Stamina mehr, das kann man abschätzen. Und jetzt, wenn er jetzt einfach mal so stehen bleibt, dann versucht er, einen geeigneten Zeitpunkt zu finden, um sich zu heilen. Und er versucht, einen so ein bisschen auf Abstand zu bringen mit so weitreichenden Attacken. Aber ihr seht, er haut gar nicht zu, ja. Und man weiß jetzt nicht, will er einen baiten, sodass er einen quasi mit so einem Counter-Hit treffen kann, oder will er einen, wie gesagt, einfach nur ein bisschen Abstand zwischen sich und sich selbst bringen, also zwischen einen und sich selbst bringen, damit er sich heilen kann. Das ist extrem interessant. Hier, wenn er so jetzt stehen bleibt, dann kann man auch übrigens ein paar Schläge anbringen. Ja, das ist wirklich gut. Und jetzt greift er so zu verzweifelten Maßnahmen am Ende und pancaked, was natürlich am Ende des Tages auch im PvP immer eine Maßnahme ist, wenn man sich ein bisschen Luft verschaffen will. Weil ein Pancake tötet die Gegner meistens nicht. Also vor allen Dingen, wenn der Gegner volle HP hat. Aber er ist kurz auf den Boden gestampft, sodass man selbst ein bisschen Zeit hat, um kurz ein bisschen abzuhauen und sich mal kurz zu heilen. Aber wie gesagt, wenn man dem guten Varg am Ende diesen Raum nicht gibt, dann
heilt er sich auch nicht, sodass man den Kampf dann relativ schnell beenden kann. Das werde ich jetzt hier auch dann gleich tun. Also der Kampf ist jetzt hier, glaube ich, in der nächsten Minute, ich glaube, sogar beendet. Und da bin ich recht stolz auf mich, weil ich habe mich in den letzten Folgen nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Aber hier im dritten Anlauf, vor allen Dingen, weil ich euch eigentlich nur in den ersten beiden Anläufen verschiedene Variationen zeigen wollte, also zumal mit dem guten Aflis und dem guten André und beim zweiten den Cheese, bin ich ganz froh, dass es am Ende so bei rumgekommen ist, dass ich am Ende euch so ein Konglomerat aus beiden Versionen gezeigt habe. Und dann hat man den Boss geschafft. Und ich finde es am Ende des Tages ein sehr, sehr, sehr guten Bosskampf. Ich finde, der Bosskampf ist herausfordernd. Wie gesagt, er ist einzigartig und er simuliert eben eine PvP-Erfahrung. Und da kann ich immer nur sagen, Hut ab, das finde ich als gutes Bossdesign. Alle anderen mögen vielleicht mir widersprechen. Ich persönlich sage, das ist gut. Das ist richtig, richtig gut. Die Belohnung, das muss man mit dazu sagen, die Belohnung ist vielleicht nicht ganz so geil. Das ist, wirkt eher wie so eine Trollbelohnung. Zum einen kriegt man so ein Schwarzbalsamkraut, das ist das Kraut, was, oder diesen Balsam, Schwarzkrautbalsam heißt er, glaube ich, der erhöht kurzfristige Intelligenz. Ja, diese Balsame habe ich ja schon erklärt. Zum anderen kriegt man dieses nette kleine Item, den Blumenrock. Wer natürlich, wie gesagt, dieses Pflanzenmotiv in Shulva natürlich mit reinspielt und ein bisschen Lore dran hat, wenn man ihn findet, und man sieht relativ cool damit aus, muss man wirklich sagen. Rock eines unbekannten Troubadours, das sind Sänger übrigens oder Spielmänner, seine Robustheit straft sein äußeres Lügen. Troubadoure wissen sich mit ihren Künsten größtenteils selbst zu helfen, benötigen aber dennoch manchmal einen Beschützer. Das atemberaubende Blumenarrangement dieses Rockes soll die Aufmerksamkeit eines Kandidaten für diese Stellung quasi bereitstellen sozusagen. Also das war quasi eine Sängerin oder ein Sänger und der wurde vielleicht auch unterstützt immer von einem Beschützer, denn wie gesagt, Troubadoure waren Spielleute, ja, Spielmänner, Sänger und die hatten ja auch immer ein bisschen Geld in der Tasche, weil sie haben ja Geld eingesammelt, das haben sie immer bei sich getragen, das haben die nicht auf irgendeine Bank gebracht. Also brauchten sie vielleicht auch einen Beschützer, sodass wenn sie überfallen werden, eben jemanden hatten, der sie beschützt. Und mit diesem Rock sieht man sehr, sehr, sehr wie so ein Fashion-Victim ein bisschen aus. Ich mag den, ich mag das Design, wie gesagt, spielt auch in diese Pflanzen-Thematik so ein bisschen rein. Sieht auch aus wie so eine Rose so ein bisschen. Und die Pflanzenthematik von Shulva, ne, mit den Geisterbäumen und so weiter, wirkt das so ein bisschen ganz cool. Und mit diesem Outfit machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Nein, liebe Freunde, aber es sieht cool aus. Ich mag das, sieht ganz nett aus. Wir machen beim nächsten Mal weiter, dann geht's endlich weiter auf dem Hauptpfad des DLCs. Dann werden wir das Ziggurat nach unten hin quasi erkunden. Und bis dahin sage ich Tschüss und viel Spaß am Internet. In den nächsten Teilen wird's besser. Versprochen, macht's gut.